Polydromo. Heute Nacht im Traum. Oder nach dem Aufwachen die Idee gehabt, selbst wenn man jetzt annehme, dass das Ganze ein dämonischer Akt ist, eine dämonische Inszenierung, und wir in unseren Verwerfungen des Realen durch gut ganz Schönmachung von Dekthetisierungen nicht sehen dürfen, was das Schreckliche oder das Grausame oder das Hässliche und Brutale wäre, einer Welt, die eines Realen, das völlig anders beschaffen wäre, als wie wir es wahrnehmen. Zum Beispiel, wenn man, was dieses selber nicht erkennen können, nee, das kommt gleich, dann ist das doch immerhin erstaunlich, dass das sich so organisiert, zumindest, dass es dann eben angepasst wird und gut ganz schön gemacht wird, um das zu verdeckeln. Was organisiert das? Die Frage nach der Substantivierung des Was ist falsch, denn das anthropische Prinzip sagt, und das, was sich durchsetzt, das, was überleben konnte, hat sich einfach als Überlebende herausselektiert, sodass das einfach ein Mechanismus dessen ist, was übrig geblieben ist. Also man braucht keine substantifizierende oder ordnende Macht, die das macht, sondern einfach den Automatismus der Herausselektion dessen, dem das nicht gelingt, diese Brutalität für sich so anzupassen, dass er für sich das Beste wieder daraus macht. Ist ja auch so, in jedem Augenblick kommt es einem so vor, dass gerade die Dinge eintreffen, zutreffen, die passend sind, die gerade geeignet sind, diesen Moment glückend zu machen. Das ist im Denken so, das ist auch bei den Ereignissen, zum Beispiel während einer solchen Fahrt, so. Aber auch das ist ja nur, so wie Hazel Brugger sagt, eines Tages werden wir sterben, aber all die Tage davor sind wir nicht gestorben. Solange das glückt, erscheint es einem so, als ob es hinhauen würde, als ob immer das Rechte im richtigen Moment einträfe, man also bis auf jenen letzten Moment, wo man am falschen Ort zur falschen Zeit gewesen war, immer alles hingehaut hatte. Und natürlich im Traum war das wieder etwas anderes, dieses gefräßige Neunauge, diese brutalen Kessel der Macbethschen Hexen, die diese mit sich herumtragen, wobei M.S.T. recht hatte, dass jeder Mann, der ihr ein Kind machte, des Todes sei, denn die Formel der Abschneidung und des Wunsch des Todes nach der Formel einen Körper für einen anderen ist einer der stärksten Wünsche dieser Einverleibungswesen. Also auch hier macht diese Anpassung offenbar, dass das, was dieses hässliche, blutig, schleimige Gekröse ausmacht, der Quallenabsprießungsvorgänge, der quälenden Umstülpungsvorgänge und so weiter, der Abschnürungen und so weiter, dass das durch erstaunliche Kaschierung von schönen Häuten und prallen Formen so
wundersam verkleidet wird in ihren Mondwandelzyklen, dass man sich schon wundern muss oder man denken könnte, gibt das doch vielleicht ein ordnetes Prinzip, das aktiv eben es dem Menschen gut will, weil er ihm das möglicherweise hässliche Reale in ein gut ganz schönes verpackt mit schönen Schleifchen darum.